tue gerade was. Der Schlüssel steckt noch im Schloss. Ja, das musste ich nachgucken, was es konnte. Es können wir nicht lösen, tatsächlich. Ohne dies. So. Alles klar. Wo ist der Schlüssel? Hallo? Schlüssel im Schloss? Komm. Naja. Ich mach das jetzt nach der Lösung. Hat nämlich gar keinen Sinn, dass ich da... Ach, da unten ist die Tür. Sekretärin steckte den Schlüssel ins Schloss, als sie ging. Jetzt haben wir es gefunden, brauchen wir vielleicht nicht. Der Journalist ließ die Tür auf. Der Journalist schloss die Tür auf und ließ den Schlüssel im Schloss. Der Journalist wollte sicher gehen, dass die Tür geschlossen ist. Der Journalist sah unter der Tür einen Schatten. Ich vergaß, die Tür abzusperren. Das machen wir auch. Wir machen die Tür auf und lassen drin stecken. Danach... Okay, mach mal. Ich mach mal nach der Lösung. Stuhl wurde verrückt, ist 5. Dies an den Stuhl hatten wir auch eigentlich gedacht, als erstes. Jetzt fehlen mal 2 und 5, jetzt fehlen nur noch 1 und 3. Wie Aktenschrank, da komme ich gar nicht hin. Jetzt klar. Oh mein, das machen wir kurz. Wurde verrückt, ja. Ey, wieso? Wie soll man das lösen eigentlich? Okay. Und jetzt sollte die Lösung sein. In diesem Schrank befinden sich viele Schubladen und jede ist mit Buchstaben. Aber wir können doch nicht... Boah, ist das ein fettes Stück Kacke. Besonders, weil, ihr wahrscheinlich seht, sind hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, wobei uns, noch einer fehlt. Aber, ich komme nicht zum Aktenschrank. Vielleicht kein Check. Ich weiß, was Sie vorhaben. Ich kann lesen, was aufgeschrieben wurde. Bitte notieren Sie es sich. In Ordnung, Holmes. Wirklich? Das mussten wir erst. Jetzt. Wer soll auf den Lösungsweg kommen? Ich frage mich, welche Schublade die... Recherche über Holmes. Akte aufbereiten. DF. Die Schublade, die mit DEF beschriftet ist, natürlich. Sie wird in der Nachricht erwähnt, die wir auf dem Tisch der Sekretärin entziffert haben. Lässt sich nicht öffnen.
Die Schublade, das sind unzählige Dokumente. Wie soll ich das Richtige finden? Kein Problem. Nein, nein. Bam. Diese blauen Flecken stammen von einem alten Farbband für Schreibmaschinen. Dieses Dokument wurde erst vor kurzem herausgenommen. Auf dem Dokument befinden sich Fettflecken. Sie stammen vom Journalisten. Ganz offensichtlich stellt er auch Nachforschungen über Prinz Woodville an. Ich lese mir alles auf einmal durch. Also hier 1, 2, 3. Ich habe dir nochmal 1, 2, 3 Sekunden oder nicht mal. Wie machen Sie das nur? Holmes, sehen Sie, wenn man den Vorhang ein bisschen zur Seite zieht, sieht man auf die Straße. Okay, jetzt müssen die Detektion fertig gehen. Wobei das ja automatisch 1 sein muss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Schlüssel befindet sich im Schloss, ist 3. Fängt an mit 1. Journalist, Dokument im Aktenschrank. Also hier Aktenschrank 2. Drei, vier, fünf, sechs. Unabsichtlich aus dem Schrank fallen. Ach so. Ach, Entschuldigung. Ich hab ganz verschissen. Oh, ich habe echt gerade. Der steckt den Schlüssel in das Schloss, als er ging. Also geht die Tür auf. Schon als ein Besucher, um Holmes Ankunft zu warnen. Moment, aber wenn das schon 6 ist, geht das schon mal gar nicht.
Schlüssel befindet sich noch im Schloss. Ist 3. Liest die Buch zufällig hier fallen. Ist 2. Vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Stimmt aber irgendwie nicht. Drei. Ja, sowas. Farley hat ein Dokument gelesen, während er gegessen hat. Er hat es von seiner Sekretärin erhalten, kurz bevor sie das Farbband ihrer Schreibmaschine gewechselt hat. Die fettigen Fingerabdrücke des Reporters sind überall auf dem Dokument zu sehen. Als er das Dokument wegräumen wollte, hat er aus dem Fenster geschaut und uns auf der Straße gesehen. Er hat den Aktenschrank geschlossen und ist zur Bürotür gerannt, um sie abzuschließen. In der ganzen Eile hat er den Stuhl zur Seite geschoben, aber nicht wieder an seinen Platz zurückgestellt. Exakt. Danach hat er schnell seinen Besucher über unsere Ankunft in Kenntnis gesetzt und ihm den Weg nach draußen gezeigt. Dann hat er ein Stück Papier in den Kamin geworfen. Aber wir wissen immer noch nicht, wie der Zigarrenraucher das Zimmer verlassen konnte. Die Antwort liegt in der Richtung, die der Journalist eingeschlagen hat, Watson. In einem bestimmten Moment stand er an einer Stelle, wo er eigentlich keinen Grund hatte zu stehen. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen und stellen uns dann an die Stelle, wo der Journalist eigentlich nicht hätte sein sollen. Okay, machen wir. Ich bin jetzt nicht in der Lösung, weil sonst habe ich echt kein... wirklich... No motivation. Wo er nicht hätte sein sollen. Ausgezeichnet. Ja, Watson. In der ganzen Eile ist Farley das Buch heruntergefallen, als er es aus diesem Regal nehmen wollte. Sehen wir uns die Stelle genauer an. Oh yeah. Komm. In den Schrank wurde ein Mechanismus eingebaut. Damit lässt sich die Geheimtür bestimmt öffnen. Wir kennen die Kombination nicht, Holmes. Die Antwort liegt vielleicht in der Frage verborgen, mein lieber Freund. Welche Frage? Das ist nicht richtig. Oh Gott. Vier D zehn. Was ist 4D10? Boah, da muss ich glatt noch mal gucken. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Wenn es jetzt nicht nochmal 4D10 ist, dann... 10. Also Moment. Das kann auf das keinen... Ist nicht richtig. Na klar. Oh, voilà. In den Schrank wurde ein Mechanismus... Wir kennen die Kombination. Die Antwort liegt vielleicht in der Frage verborgen, mein lieber Freund. 4. 4 plus 6. 10. Das ist nicht. 4 plus 6 sind 10. Unten links ist plus 6. Das ist nicht. Das ist nicht richtig. Das ist nicht. Ah.
Okay, wenn ich jetzt sage, ich gucke jetzt wieder nach, gucken wir mal, wie wir auf die Lösung kommen. Moment. Also, ich dachte, warum kann ich mich 4D? Ach Gott. 4D. Das hat uns automatisch schon die Lösung verraten. Tatsächlich. Okay. 4D. 10 und D. D. Moment. Okay. 4 plus 6 sind 10. D plus 6 sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist J. 10 plus 6 ist 16. Ah ne, hoch, schneller. Und J. Oh nein. Andersrum. Und J, was 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist P. Das war's. Kinderleicht. Nehmen wir den geheimen Ausgang unter die Lupe, Watson. Ah oh Gott, das war doch eigentlich so einfach, wie es gar nicht mehr geht. Das gibt's gar nicht. Ich mach mal, glaube ich, den Browser zu. Weiß ich nicht nochmal. Aber kann ich gar nicht, kacke. Aber ich mach mal meine Bildchen wieder vorne dran, dass ich den Browser nicht sehe. Also, ich muss weniger benutzen, das geht doch gar nicht. Also. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Das einen Hut. Schicksal meint es gut mit uns, Watson. Dieser Zylinder wurde ziemlich sicher von unserem mysteriösen Oh Besucher yeah. zurückgelassen. Stellen Sie sich vor, wie es gewesen sein könnte. In seiner Eile verliert der Zigarrenraucher seinen Zylinder. Die Tür geht zu und der Zylinder bleibt stecken. Aus Angst, entdeckt zu werden, versucht er nicht, ihn zu nehmen, sondern macht sich stattdessen auf und davon. Wer würde so handeln, um eine Begegnung mit uns um jeden Preis zu vermeiden? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber eins ist sicher. Er hat den Vorteil, uns zu kennen. Wir müssen seine Identität herausfinden, damit wir mit ihm auf gleicher Augenhöhe sind. Und dieser Hut wird uns dabei helfen. Auf, zurück in die Baker Street. Nein, machen wir nicht. First to go. Kommen wir nicht hier rein. Alles klar. Oh, falscher Knopf. Ah doch, nee, passt schon. Tun wir erstmal ein bisschen saffen. Machen wir nächstes Safe Game. Komm, wir haben ja genug. Wir haben ja genug. Nur. Einen Moment, letzte Sequenz und danach sage ich, was wie es weitergeht. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Zylinder die Identität seines Besitzers preisgibt. Das wird er. Darauf können Sie sich verlassen. Ich muss Sie ausnahmsweise bitten, ohne mich zurechtzukommen, Holmes. Wie Sie meinen, lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich sehe mir den Zylinder auf meinem Arbeitstisch genauer an. So, jetzt gibt's erstmal eine kleine Pause. Die Folge ist jetzt eh ziemlich genau beendet. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge dann und bis dann. Tschüss.